Konnichiwa, willkommen zurück. Wir zocken Metal Unit. Das hier ist ein waschechtes Roguelike und es hat sehr viele interessante Elemente, die ich so noch nicht in einem Roguelike gesehen habe. Stellenweise fast schon zu viele, aber zu viel gibt es nicht. Und auch wenn das jetzt hier wirkt, als wäre das hier ein Transformers-Game, das ist es nicht. Wir starten mal direkt das Spiel, setzen aber weiter fort an der Stelle, an der ich jetzt bin, in Episode 2. Denn Episode 1 stellt im Grunde genommen ein Tutorial dar. Und da sieht man jetzt noch nicht unbedingt so viel vom Spiel selbst. Wenn ihr das Tutorial geschafft habt, dann landet ihr erstmal hier. Das ist die Heimatbasis. Und wir haben hier einen M-Unit 11 Kampfanzug, den wir dann verwenden, wenn wir dann unterwegs sind. Das hier ist Joanna, glaube ich, heißt sie. Und hier wohnt sie. Wir haben hier die Möglichkeit, zum einen in der VR, im VR-Raum, alle Gegenstände, die wir bisher gesammelt haben, auszutesten. Wir können jetzt also hingehen und hier einfach mal die Knarre hier nehmen, sie ausrüsten und dann einfach austesten. Das können wir auch mit allen anderen Waffen machen, allen Gegenständen, die wir bekommen haben. Und das finde ich ist schon mal ziemlich cool. Ist aber jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Wir gehen jetzt mal ganz kurz mal ins Menü. Man sieht hier, es hat erstmal ein bisschen Waifu-Charakter. Aber ich habe das Spiel angefasst, weil mir es der gute Xion Pu empfohlen hatte. Und er hat einen guten Geschmack und in der Regel sind die Spiele, die er mir empfiehlt, auch sehr gut. Deswegen habe ich mich von diesem Waifu-Design jetzt mal nicht so abschrecken lassen. Und kann euch empfehlen, euch das Spiel zu geben, wenn ihr Roguelike-Fans seid. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viele interessante Elemente. Was wir hier zum Beispiel auch mitunter sehen, ist, wenn ihr mal auf die Waffe guckt beim Breitschwert, dann sieht man unten rechts 100 von 100 XP. Auch die Waffen leveln, beziehungsweise ihr erreicht Meisterschaft innerhalb der Waffe, innerhalb der ultimativen Fähigkeiten, dem Zubehör und so weiter. Also in jedem Gegenstand, den ihr slotten könnt, 6 an der Zahl. Und das hat auf jeden Fall auch noch Relevanz im Spiel. Es gibt Unterscheidungen auch zwischen gewöhnlichen, seltenen und höherwertigen Gegenständen, die wir slotten können. Das wirkt sich wiederum auf unseren Angriffswert aus, der hier mit dem Schwert dargestellt wird. Das oben drüber, das ist ein CC, damit können wir uns Upgrades kaufen. Ähnlich wie bei Dead Cells ist es natürlich so, wenn ihr stirbt, dann ist erstmal Ende Gelände. Wobei ihr immer innerhalb der Episode zurückgesetzt werdet und nicht das gesamte Spiel, damit ihr von vorne anfangen müsst. Das hier ist etwas anders aufgebaut, als wir es jetzt zum Beispiel aus Dead Cells kennen oder Death Gambit. Und mit den Kristallkernen können wir dann halt eben entsprechende Perks skillen, die erhalten bleiben. Die bleiben permanent. So macht ein Roguelike natürlich auch dauerhaft Spaß und wird nicht so frustig. So, da will ich hin zum Luftsprung plus 1. Doppelsprung können wir schon. Deswegen hebe ich mir doch auf. Oben haben wir noch die Metal Unit. Das wäre nochmal eine weitere Möglichkeit eben zu skillen. Das sind auch verschiedenartige Perks, die wir hier haben. Sieht man hier schön rechts auch nochmal beschrieben. Verringerte Brenneffekte, erhöhter Nahkampfangriffsschaden und so weiter und so fort. Und dann nochmal der Falcon, unsere Drohne, die mit uns fliegt, kann eben Gold auf höhere Distanz einsammeln oder eben die LP von Gegnern enthüllen und so weiter und so fort. Da kostet zum Beispiel auch nur 1. Das würde ich jetzt sogar mal holen, weil das ist recht praktisch. Und hier, verwende womöglich automatisch einen Trank, um deinen Tod abzuwenden, kann pro Level einmal verwendet werden. Das ist auch etwas, das werde ich als nächstes holen, um mir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Dann haben wir hier noch die Archive, die sind auch, finde ich, recht gut gemacht. Da kann man nämlich so ein bisschen sehen, wohin die Reise geht. Und da ist doch einiges. Wir sehen hier bei den Karten, ist noch einiges freizuschalten. 11 Dungeons gibt es. Wir haben hier dann nochmal die Aufteilung zwischen den Gebieten. Also hier in Forestia alleine haben wir 11 Dungeons. Dann hier noch in Schneeland 8 Dungeons. Und die Tieflava 9 Dungeons. Und es gibt einige Sachen, die ich auch gesehen habe, von denen ich noch gar nicht genau weiß, was sie sind. In der Sammlung sehen wir, was wir alles schon für Gegenstände gesammelt haben, können uns auch nochmal genau die Werte angucken und sehen auch die Meisterschaft, die wir darin erreicht haben. Hier auch die Distanzwaffen, Sekundärwaffen, ultimative Fähigkeiten und die Addons plus Zubehör. Und der Unterstützungsmodus, den könnt ihr nutzen, wenn ihr euch sagt, ah, das ist mir ein bisschen zu hart oder das frustriert mich zu sehr, dann könnt ihr das entsprechend hier auch für euch
auswählen, wie ihr lustig seid und habt da vielleicht auch mehr Spaß mit, falls euch das ansonsten stört. So, wir machen jetzt weiter und werden uns ausrüsten. Jetzt tragen wir auch den M11, M-Unit 11 Kampfanzug. Da gibt es noch andere Skins, das werdet ihr gleich sehen. Und der Vorteil der Meisterschaft an der Stelle ist mitunter auch, dass wir später, oder wir können Waffen upgraden, wenn wir bei bestimmten Händlern sind, oder auch Gegenstände kombinieren. Und die Meisterschaft hat auch Einfluss auf die Sets, die wir später freischalten. So zumindest mein Wissensstand. So, wir nehmen jetzt das Breitschwert. Und die anderen Waffen, aber das machen wir direkt über die Sets. Da sehen wir das auch, hier haben wir das Startset. Da sehen wir unten auch die verschiedenen Gegenstände, die wir dann damit mitbekommen. Dann hier müssen wir noch was freischalten. Jägerset, dazu müssen wir noch die zwei Gegenstände finden, die hier ausgegraut sind. Beim Kriegerset, Drachenritterset und Wächterset ebenfalls äquivalent. Andere Gegenstände, die wir noch eben entsprechend anlocken müssen. Schön ist auch, man kann direkt eine Hilfe aufrufen und sieht halt eben auch nochmal weitere Informationen. Nämlich, dass halt entsprechende Boni dann auch gewährt werden, wenn wir diese Auswahl haben. Und da sehen wir auch, das Set ist jetzt hier aktiv. Und wir können direkt weiterfahren, müssen nicht jeden Gegenstand einzeln auswählen. So, hier sehen wir die verschiedenen Skins, das ist die M-Unit 11 Einheit. Und wenn wir mal reingehen, dann sehen wir, dass wir auf Dauer, was sind das, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Skins, die wir freischalten können. Und wir sehen sogar auch, wo wir diese Kerne entsprechend erhalten, diese Metal Unit Skins. Weiter geht's. Sagen wir mal, was vom eigentlichen Spiel seht. Sonnenschweifbasis. Hier ist auch einiges los, wie man sieht. Kann man mit einigen Leuten quatschen. So, permanente Ruhestätte hatte ich bisher noch nicht freigeschaltet. Beziehungsweise war noch nicht dort. Vor dem Grab spielt eine einsame Person am Piano. Dieses Lied. Dieses Stück nennt sich Sternenstaub. Ein Requiem für alle, die sich selbst geopfert haben. Damit sie in Ruhe am Nachthimmel ruhen können. Ja, also Dialoge sind manchmal interessant, manchmal finde ich es ein bisschen schräg. Mich interessiert ehrlich gesagt die Story gar nicht so sehr. Gameplay ist hier tatsächlich für mich entscheidend, denn das macht halt einfach gut Spaß. Und hier Information nochmal. Auf diesem Grabstein befinden sich die Namen der gefallenen Helden. So, und da sehen wir auch hier verschiedene Namen. Ich kann mir fast vorstellen, dass das irgendwie vielleicht seinen echten Hintergrund hat. Ich glaube, das Spiel selbst wurde auch über Kickstarter gebackt. Schlagt mich, wenn das nicht so ist. Und wir machen aber mal weiter, damit ihr auch mal ein paar Level seht im Kampf. Genau. Wir haben so ein UFO, aber sie sagen, das fliegt noch nicht so gut. So, da haben wir einen Händler. Und über CC könnten wir jetzt entsprechend einkaufen. Ich werde aber keine CC ausgeben, weil die doch recht wertvoll sind. Das sind die Kristalle, die wir auch für die Upgrades brauchen. Es gibt Händler, die wir mit Gold bezahlen können. Die Katze sitzt stumm da und schwitzt. Die Junge hat sich für dich geopfert. Genau, das ist unsere Schwester. Und ich überspringe aber die ganzen Sachen. Wenn die Story und die Dialoge interessieren, spielt es selbst. Nee, normalerweise gebe ich mir das mit euch. Aber in dem Fall finde ich das eigentlich interessanter, was das Gameplay ausmacht. Gerade bei Roguelikes ist immer so die Sache, wie gut ist es eigentlich. Hier seht ihr auch nochmal verschiedenste Händler. Hier bei dem können wir Nanotränke kaufen. Aber wie gesagt, CC sind mir zu wertvoll. So, jumpen wir mal rein. Forestia ist bisher das einzige Gebiet, das wir freigeschaltet haben. Und das machen wir jetzt. Das ist aber Bestandteil von Episode 2. So, los geht's. Man sieht, ich kann hier schießen. Ich kann ausweichen. Das Ausweichen gibt mir Invincible Frame, wenn ich das in den richtigen Moment mache, eines Angriffs vom Gegner. Und hier ist es auch schon ein bisschen schwerer. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt hier einfach brainless durch kann. Zumal ich jetzt hier auch mit so einer, noch mit einem recht gewöhnlichen Schwert unterwegs bin. Sobald ich natürlich besseres Gear bekomme, beziehungsweise bessere Waffen, dann passt das. Denn auch die epischen Sachen, die höherwertigen Gegenstände, die werden geresettet. Das Ding hier kann ich noch nicht zerstören, da brauche ich wahrscheinlich immer einen spezifischen Skill oder. So, ultimative Fähigkeit. Spezifischen Skill oder vielleicht eine bestimmte Waffe. Ich meine, bestimmte Äxte können das. So, guck mal, es gibt auch viele geheime Sachen.
geheime Wände und so weiter und so fort. Deswegen lohnt es sich mal auch abzusuchen. Wir haben Abschnitte, in denen wir dann halt einfach tatsächlich einen kleinen Bereich dann immer abdecken, mal mehr, mal weniger klein. Wir sind nicht immer so klein wie es davor. Und dann gibt es wieder Abschnitte, in denen wir dann uns erholen können und Dinge einkaufen können, manchmal verkaufen und upgraden können. Ich brauche ziemlich dringend etwas Gold, also gebe ich dir 2 Kristalle und du gibst mir dafür 100 Gold. Wie klingt das? Das machen wir. Was zum, du hast ja nicht mal genug Geld, hör auf herumzualbern. Ja, genau, liebe Siemens. Bin ich 2 mal dran vorbeigeballert. So, und ihr könnt jederzeit könnt ihr auch dann die Gegenstände ausrüsten, die Spezialfähigkeiten, alles was ihr dann entsprechend einsammelt. Und ihr lauft dann nicht selber in dem einen Run dann die ganze Zeit mit denselben Gegenständen rum. Auch ihr müsst auch nicht warten, bis ihr dann in irgendeiner Basis angekommen seid, sondern könnt da wirklich direkt on the fly dann auch austauschen. So, das machen wir mal, gucken wir mal, wir hatten was Neues bekommen, leichte Rüstung haben wir eh schon drin. Können wir nachher vielleicht sogar mal kombinieren, wenn wir so weit kommen. Wobei ich sagen muss, ich finde es vom Schwierigkeitsgrad bisher nicht so schwierig wie Death Cells oder Death Gambit. Aber es ist trotzdem schwieriger als es aussieht. Das sind nämlich immer so ein bisschen so Power Rangers. Das sieht immer aus, als ob ich getroffen werde, werde ich aber nicht. Das ist einfach die Darstellung, wenn sie dann quasi erfolgreich ausweicht. Aber es so aussieht, als ob es getroffen wird. Das Spiel ist noch in der Early Access. Trotzdem finde ich schon schade, dass man jetzt zum Beispiel nicht sieht, wie viele Heiltränke man hat. Ich muss extra ins Inventar gehen, aktuell 1. Und wenn wir aber mehr haben, wird das auch nicht dargestellt. Das fehlt der numerische Wert. Ist eigentlich, finde ich, obligatorisch. Müsste eigentlich sofort auffallen, wenn man das Spiel spielt. Weiß nicht, warum das die Entwickler nicht schon drin haben, aber steckt man nicht drin, ne? Ich dachte gerade. Genau, also hochschießen kann ich nicht. Ich kann nur gerade schießen. Wenn sich jemand fragt, warum ich nicht aber hochschieße. So, seltsamer Ort zum Angeln, ja. Da komme ich durch, müssen wir wieder zurück. Ein Garten, der schon viel zu lange ignoriert wurde. Ah, scheiße. Yes, Sarah Wurstellen. Können wir mal für die Granaten einsetzen. Ich glaube, den hatte ich bisher noch nicht. Doch, der Kreisel um uns rum. Ein bisschen Anleihen aus Castlevania, würde ich sagen. Die Bibel. Ja, Mucke, Optik und so weiter. Alles natürlich super nostalgisch. Ich erinnere mich an die Spiele damals. Pro Protector, Turrican. Die Konsorten. Jetzt sind wir am Zeltplatz. So, hier könnte man entsprechend bei ihm verkaufen. Und da sieht man auch, also eher die Preise richten sich nach den Qualitätsstufen. So, hier können wir upgraden, wenn wir die entsprechenden Gegenstände haben. Und ich habe jetzt hier den Verfügbar-Filter drin. Jetzt sieht man auch hier mehr Möglichkeiten, die da wären. Und es gibt stellenweise richtig mächtige Sachen. Ich hatte diese Mac zum Beispiel. Genau, kann ich jetzt auch wieder auswählen. Gibt Angriff 80 im Vergleich. Ich glaube jetzt meine aktuelle Waffe hat Angriff 20. Und ja, können wir machen. Jetzt haben wir eine hergestellt. Und bei den Kieseln wäre noch was gewesen, aber es wäre auch nur einen seltenen Kieselstein, der völlig nutzlos ist. Vermeintlich.
Rüsten wir mal aus. Da haben wir die Mac. Wenn man vergleicht hier, Breitschwertangriff 20. Die Granate hat 90 und hier die Mac hat 80. Also 80 ist schon ein hoher Wert. Auch hier selbst die ultimative Fähigkeit hat 15, wobei die macht 15 über einen Zeitraum jeweils pro Tick, pro Sekunde. Und ich glaube, sie läuft, glaube ich, 3 Sekunden, die ultimative Fähigkeit, oder vielleicht 2,5. Und ist dann noch zusätzlich in AOE, also sie ist schon auch recht mächtig. So, Zakata, das hatte ich bisher auch noch nicht. Wäre eine ultimative Waffe. Ein Kettenblitzwaffe, deren Entwicklung auf vielen zuvor erlittenen Misserfolgen beruhte, feuert blitzschnell 30 Blitzgeschosse ab, um das umliegende... Das klingt natürlich super. 10 Gold ist gar nichts. Um uns. So, hier wäre es die Frage, erhöhtes Bewegungstempo oder halt eben die Rüstung. Brauchen wir jetzt nicht. Kriegsaxt ist zwar recht mächtig im Vergleich zum Breitschwert mit Angriff 50, aber das ist mir auch zu ist zu langsam, meiner Meinung nach. Was man machen kann, ist, man kann Dinge kombinieren. Und das hier sind seltene Sachen, deswegen ich kaufe mal die Kriegsaxt, beziehungsweise ich kaufe auch noch die Schule des Jägers. Wir haben eh genug Gold und nutzen hier die Möglichkeit des Kombinierens. Wenn wir synthetisieren, dann sehen wir. Wir machen die Schuhe des Jägers nach links. Ich glaube, links ist immer das, was es dann verbessern könnte. Und rechts. Und dann sehen wir hier. Episch 20%, selten 80%. So, synthetisieren wir mal. So, was völlig anderes bekommen. Superpartikelkanone. Vernichtet das umliegende Gebiet, indem eine riesige Energieexplosion abgefeuert wird. Exzellent. Hatte ich bisher noch gar nicht. Das sind mal zwei ultimative Fähigkeiten, die ich bisher noch nicht hatte. So, hier können wir uns erholen. Machen wir, kostet nichts. Genau, und hier unten ist auch etwas, das, da weiß ich noch nicht, was es ist. Ich denke, das wird bei weiterem Fortschritt mit Sicherheit betretbar. Vielleicht sind das auch Eingänge zu Dungeons, dann, die man dann einfach betreten kann. So, ich mache mal kurz hier Staccato rein. Wobei man mal sagen muss, doch... 40 mal 30, ne? Ich wollte gerade sagen, Angriff 40 ist relativ wenig, wenn man vergleicht Angriff 250. Ist auch noch episch, das Ding. Rein zum Test machen wir die Zakate rein, danach nehme ich aber natürlich die Superpartikelkanone. Weil 250 Angriff ist halt schon ein Wort. Und es gibt ja uns ja auch Meisterschaft. Auch für die ultimative Fähigkeit, wenn wir sie verwenden. Also erfolgreich verwenden. Jetzt guckt mal hier, 80 Angriff, ne? Das schlägt halt gut ein. So, ich frage mich, ob es hier nicht ein Geheimnis gibt. So, testen wir mal jetzt. Da geht was. So, ist ein bisschen wie Ghouls and Ghosts. So, switchen wir mal auf die Partikelkanone. Ist episch und ich will hier definitiv durchkommen. Goldene Dinger haben so viel HP. Das ist unschön. Sollten wir nicht eigentlich die LP der Gegner sehen? Das haben wir doch eigentlich aktiviert. Bei den Upgrades. Ja. Tut die LP von Gegnern. Ah, da kann man es aktivieren und deaktivieren, aber... Hallo, ich bin Cooper. Ich steuere eine Metal-Unit, die mit dem Mondlicht in Verbindung steht. Das freut mich. Kann ich eins meiner Kristalle gegen 100 Gold tauschen? Was, nur ein Kristall? Na gut. Kristalle sind so wertvoll, dass ich sie auch diesen Bucherpreis kaufe. Muss mal die Partikelkanone. Oh. Yes, so muss es sein. Und ich glaube, man kann schon, kriegt glaube ich auch schon ganz guten Eindruck davon, wie sich Metal Unit von anderen Roguelikes unterscheidet. Also man hat viele Möglichkeiten und vor allem finde ich, also gefühlt hat es mehr RPG-Elemente, als ich das, als man das normalerweise aus Roguelikes gewohnt ist. Weil man halt eben nicht nur, wenn man in Anführungszeichen dann die verbesserten Startbedingungen hat durch die Upgrades,
sondern weil wir halt eben auch Waffen selbst upgraden können, weil wir fusionieren können, synthetisieren können. Und ich bin auch mal sehr gespannt darauf, was die dann so mit sich bringen. Plus, dass wir noch die Möglichkeit haben, eben dann andere Skins zu bekommen. Das ist schon sehr interessant. Vor allem finde ich das Prinzip auch ganz cool. Mit diesen immer sequenzierten kleinen Maps. So dass ich sehe zumindest mal hier weniger die Gefahr irgendwie von einer Art Backtracking. Gerade bei Roguelikes irgendwie, da gibt es ja auch keinen wirklichen roten Faden. Es gibt Roguelikes, die sind zum Teil Metroidvania. Dann gibt es Roguelikes, die sind eher kein Metroidvania, die haben halt eben kein Backtracking. Was auch hier, glaube ich, der Fall ist. Man hat zwar schon eine Art Backtracking, indem man dann die einzelnen Zonen auswählt, aber ich muss nicht durch 444 Zonen laufen, eben um in Zone 3 zu kommen oder sowas. Also das mache ich auch in dem Fall so als Unterschied zu anderen. So, mit dem Haken können wir uns an die Gegner ranziehen. Ich glaube, das ist eine L-Fähigkeit, mal gucken. Ja, LB-Fähigkeit, die nutzen wir. Und ja, Langschwert hatte ich bisher auch noch nicht. Schweres, unhandliches Doppelklingenschwert. Macht 40 Schaden. Na, doppelt so viel. Dürfte aber gut langsamer sein wahrscheinlich. Nehmen wir. Ja. Ja, sieht aus wie Final Fantasy Schwert. Okay, machen wir so. Wird zu bunt. Hallo, ich bin Machi von Sonnenschweif. Hat dich der Kampf ganz ausgelaugt? Ich gebe dir ein paar Edelsteine, die du synthetisieren kannst. Ja, besten Dank. Natürlich nehmen wir die. Blau sind These Edelsteine. Dann können wir bei der Synthese dann statt Gegenstände zu opfern, die Kristalle wohl nehmen. Hab bisher noch keinen synthetisierten Edelstein bekommen. Genau, was ich hier auch noch bisher nicht begegnet bin, sind Abgründe. Auch sehr ungewöhnlich. Aber was noch nicht ist, kann nur werden. So, gucken wir mal, ob wir es bis ins Ende durchschaffen. Dreifachblitz hatte ich das schon. Erkennt man in der Meisterschaft? Nee. So, den Haken finde ich doof. Ach, guck mal hinein. Nehmen wir Nanotrank groß. Ah, Synthese. Das können wir gleich mal nutzen. So, davon haben wir zwei. Und du hast wurscht zu sein, Schwert, was links und was rechts ist. Weil hier was völlig anderes rauskommt. Also so. So, aber sehen wir hier, würden auch nur gewöhnlich 80% bekommen. Ist aber, glaube ich, das macht den Haar nicht fett. Also, synthetisieren und das Synthetisierens, Edelsteins, Willens machen wir nicht. Kann man nicht zerstören. Also das Gameplay ist auch 1A. Weiß nicht, ob man das so sieht. Ist immer schwierig, Gameplay zu sehen. Aber das ist auch extrem wichtig natürlich. So. Wollen wir da noch irgendwas verkaufen? Eigentlich nicht. Gucken wir mal, was wir schmieden können. Guck mal einer an hier. Große Klinge. Machen wir doch. Beendet sofort das Leben des Feindes mit einer Großklinge. Angriff 450. Okay. Kann man machen.
Angriff 450. Oh shit, das ist ein RB-Angriff. Das heißt, ich habe jetzt keinen Nahkampfangriff mehr. Walter 3000 des Jägers. Ohne die Hilfe einer Metal Unit kannst du die Bogensehne niemals zurückziehen. Die holen wir auf jeden Fall. Weil fürs Jägerset brauche ich die auch. Die Axis G, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon hatte oder nicht. Ich hole die mal sicherheitshalber. Jagdsalbe und Blitzschlag hatte ich schon. So, jetzt haben wir den Bogen. Was macht denn der? Wie viel Schaden macht der eigentlich? 90. Walter 3000 des Jägers. Ja, nice. Komm mal. Passt. Okay, wunderbar. Das war's für diese Episode Metal Unit. Ich hoffe, ihr habt hier nochmal einen kleinen Eindruck zu bekommen. Je nachdem, wie weit ich im Spiel komme, wenn es da nochmal irgendwelche Elemente gibt, gerade Dungeons und Co., dann möchte ich euch gerne zeigen. Die Bosskämpfe sind auch recht cool, also gerade jetzt auch im Tutorial dann der Boss schon mal interessant. Man muss halt einfach auch die Mechaniken hier nutzen, rund um das Ausweichen mit dem Invincible Frame. Macht relativ viel Schaden, also zumindest jetzt bei dem ersten Boss war das so. Und ja, ich denke, das wird für jeden und jeder Frau was sein, weil, also jeder Mann und jeder Frau, weil man hier es auch bei diesem Roguelike eben auch die Möglichkeit mit dem Unterstützungsmodus gegeben hat. Das heißt, wenn das für euch ansonsten bei Roguelikes wie Death Gambit oder Dead Cells immer so ein Hindernis war, habt ihr das hier nicht. Und ich muss echt sagen, also ich bin sehr überrascht von dem Spiel. Am Anfang dachte ich, es ist relativ generisch. Und sobald sich das aber ein bisschen entfaltet, was relativ schnell geht, merkt man eigentlich, dass das Spiel auch recht gut was auf Polster hat. Das Ding ist noch eine Early Access Plus. Es kostet aktuell nur 9,99 €. Also Schlag zu, 12,49 € ist der Normalpreis. Kann es nur empfehlen. Also macht Laune, zieht und hat recht viel Inhalte. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.